Überall ist Mittelalter. Dieses berühmte Motto des bayerischen Historikers Horst Fuhrmann charakterisiert den Stellenwert des Mittelalters und seiner Rezeption, nicht nur, aber ganz besonders für Europa und hier wiederum unter regionalem Gesichtspunkt für Bayern und Franken. Mittlerweile als Weltkulturerbe honorierte städtische Ensembles wie Bamberg, Kirchen, Klöster und Burgen als Bewahrer stupender bautechnischer und künstlerischer Innovationen, ebenso wie immaterieller Kulturtechniken und philosophisch-ethischer Traditionen, prägen unsere Alltagswahrnehmung, aber auch die Entwicklung wissenschaftlicher Disziplinen bis zum heutigen Tag. Uns ist in alten Meeren wunders viel gesagt. Das gilt auch für das Mittelalter als europäische Mythenmaschine, die nicht zuletzt durch Richard Wagner weltweite Bedeutung erlangte. Hier wäre zu verweisen auf Stoffe und Figuren wie das Nibelungenlied, die unglücklichen Liebenden Tristan und Isolde oder den Gralssucher Parzival. Last but not least schaffen diese Mythen wiederum einen Beitrag zu einer europäischen Identität, deren Faszinationskraft nicht zuletzt zu einem touristisch verwertbaren Marketinglabel geworden ist. Tatsächlich gibt es im Wesentlichen zwei diametral entgegengesetzte Perspektiven auf das Mittelalter. Das finstere Mittelalter als Zeitalter von Gewalt, Rechtlosigkeit, mangelnder Hygiene und medizinischer Versorgung oder aber das Mittelalter als Kindheit Europas, als vortechnologischer, von emotionaler Nähe und womöglich noch erotischer Freiheit geprägte Epoche. Beide Aspekte halten sich im populären Blickwinkel ebenso hartnäckig, wie sie sich wissenschaftlich als haltlos erweisen. Wir Medievistinnen und Medievisten verstehen uns nicht nur als Experten für das Mittelalter, also die Zeitspanne zwischen 500 und 1500, sondern ebenso als Spezialisten für den Einfluss dieser Epoche auf unsere heutige Zeit. Und das betrifft die literarische ebenso wie die musikalische und filmische Rezeption, die neuen Medien bis hin zu den Computerspielen, aber auch die politisch-ideologische Bedeutung mittelalterlicher Mythen für das Selbstverständnis moderner Nationen. An der Universität Bamberg gibt es zahlreiche Forschungsprojekte zum Mittelalter. Wir beschäftigen uns etwa andauernd mit dem Weiterleben des Nibelungenliedes in allen medialen Formen, von den Anfängen über die Filme von Fritz Lang bis hin zu der jüngsten Publikation der Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe, mit dem Drachenkult vom Heiligen Georg bis zu Game of Thrones oder der Mythenrezeption und Persiflage, so etwa zuletzt in der Tristan-Parodie von Herbert Rosendorfer. Wichtig ist dabei, dass nicht nur die mittelalterlichen Quellen selbst, sondern auch die Rezeption der Rezeption über die Jahrhunderte hinweg Einfluss auf die Kunst hat. Geschichten mittelalterlicher Helden wie Robin Hood und Ivanhoe sind äußerst populär. Ein häufig verfilmter Mythos rankt sich um König Arthur. Seine Regierung gilt im angloamerikanischen Raum und weit darüber hinaus als vorbildlich, aber auch deren tragisches Ende als eine Erinnerung an die Zerbrechlichkeit aller weltlicher Ordnung. Nichts bleibt, wie es ist. Am Beispiel der Hollywood-Verfilmung des arthurischen Stoffes, die ein weltweites Publikum ansprechen, sind die politischen Entwicklungen ihrer Zeit ablesbar, die Hoffnungen und Ängste der Menschen und die Ideologien, die sie manipulieren. Drei Verfilmungen können hier als Beispiel dienen. In First Night 1995 wird eine Vernunftehe, die zum Wohl des Landes geschlossen wird, durch eine romantische Liebe in Gefahr gebracht. Rationalität trifft auf Gefühl, das der Persönlichkeit Freiheit verleiht. In King Arthur 2004 erleben wir den Untergang eines Imperiums, das seine Ideale verraten hat. An der Peripherie des Reiches finden sich die Ausgegrenzten und Ausgebeuteten zusammen. Aus ehemaligen Feinden werden Verbündete, die ein neues Gemeinwesen bilden, das von Arthur geführt wird. In King Arthur, Legend of the Sword, 2017, begegnen wir einem Populisten, der das Gesetz selbst in die Hand nimmt und sich gegen die alte Ordnung der Privilegierten auflehnt. In allen drei Filmen erkennen wir Verschiebungen in der politischen Kultur. Die Stimmungen und Gefühle der Zuschauerschaft
aufgreifen, deren sie sich oft selbst nicht ganz bewusst sind. Gerade Arthur-Verfilmungen, die von den literarischen Vorlagen am stärksten abweichen und als filmische Kunstwerke absolut enttäuschend sind, zeigen in ihrer Analyse politischen Wandelns bemerkenswerte Klarsicht.